Hintern hoch heute mit Sling Training. Das Gute ist ja am Sling Trainer, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, das ist gerade die Angebervariante. Das Wichtige ist, wenn ihr mit dem Sling Trainer oder auch mit dem TRX oder welches Band ihr euch auch immer besorgt, trainiert ist, dass ihr immer darauf achtet, dass die Körpermitte fest ist. Das ist wirklich das A und O. Dann lieber die Bewegung kleiner, weniger den Schritt näher ran zum Sling Trainer und erstmal sauber, wirklich Körpermitte. Weil du deinen Körper ständig in Balance hältst, ist es wesentlich anstrengender als herkömmliches Körpergewichtstraining. Also ich persönlich mag das wirklich sehr gern, mit dem Sling Trainer oder auch mit dem TRX zu trainieren, weil man alle Grundübungen, die man auch nur mit dem eigenen Körpergewicht machen kann oder generell alle Übungen aus dem Krafttraining auch mit den Bändern machen. Und das ist super, da hat man so viele Möglichkeiten und das macht einfach echt Spaß. Caro, wie viele Kalorien haben wir heute verbrannt? Boah, wirklich genug.